Die Party. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jody, du bettest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben, vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Naja, komm, schaden kann's ja nicht. Oder? Das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Na gut. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen wieder zu Beyond Two Souls auf meinem Kanal. Wir sind im dritten Kapitel, die Party. Und ja, fassen wir mal schnell zusammen, was wir bisher erlebt haben. Wir haben eine Sequenz als Kind erlebt, wo wir irgendwie, ja, Tests ausgeliefert waren. Irgendwie parapsychologische Tests oder so, ja. Wo wir dann anscheinend mit einem Geist irgendwie, ja, dafür ziemlich Chaos gesorgt haben und auch sehen konnten damit, was die Frau im anderen Zimmer an Karten gezogen hat. Dann waren wir im letzten Kapitel quasi, ja, weit älter mit einem Agenten oder irgendwas auf einer, ja, Botschaftsfeier oder so. Und haben dort irgendwie ein Passwort ausspionieren wollen oder irgendwelche Informationen bekommen wollen, die wir nicht bekommen haben. Und jetzt sind wir hier, wieder weit jünger und gehen auf anscheinend eine Party, auf die wir jetzt nicht so ultra den Bock haben. Die Grafik, ne? Oh Mann. Hey, Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Na gut. Wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey, Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? So ein Zeug? Party time! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Okay, dann machen wir den DJ. Let's crank that up! Geht eigentlich schon klar, die Mucke. Aber wir gehen mal ein bisschen rockiger, ja, komm. Ja, ich glaube, das können wir machen. Komm. Drehen wir auf den Shit hier, Baby. Was für ein Gedudel ist das denn? Was? Von neu. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Okay. Ja gut, lassen wir es dann, wenn ihnen der Shit gefällt. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Ach komm. Ja, klar. Ja, aufbekommen haben. Also schon mal dann erstmal runter damit. Komm. Wird's ein bisschen erträglicher hier, die Scheiße. Hey, verschluck dich nicht.
nächstes Mal. Hä? Nein, ich trinke gern Bier. Na klar trinkst du gerne Bier. Ja, irgendwie fühlt sich das hier alles nicht so cool an, die Party. Setzen wir uns erstmal kurz hin, beobachten alles ein bisschen. Lassen die machen. Ein Bierchen geht noch, oder? Komm. Wären wir wenigstens ein bisschen geübter, ey, komm. Na, ja. Ja. Man kann sich noch eingönnen, komm. Was soll's. Jetzt haben wir uns dran gewöhnt. Ja. Oh yeah. Wenn die ihr Ding machen wollen, dann mache ich halt mein Ding. Komm. Machen wir mal ein bisschen, schwingen wir mal hier ein bisschen das Tanzbein. Und ab. Oh yeah. Ich wollte zwar mehr Rock, aber das geht auch klar. Oh. Ups. Ah, ich den Move ein bisschen verhaut. Ach komm. Ist einfach zu geil. Einmal nochmal jetzt, komm. Ah, das könnte ich den ganzen Abend machen. Okay, es reicht, komm. Na, ein bisschen eingegroovt. Kommt schon, jetzt schon besser. Was haben wir denn hier? Oh, erstmal hinsetzen, ey. Puh. Oh. Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaube, ich habe mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Ja. Ja, wir arbeiten im selben Labor. Sie dachte, es wäre gut für mich, wenn ich mehr Zeit mit Gleichaltrigen verbringe, also. Und hier bin ich. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? Auf der Basis. Ich war immer dort, ich bin dort geboren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann. Ich spiele in der Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Worauf stehen wir? Ach komm, wenn wir schon hier sind, was soll's, ey. Wir quatschen mal ein bisschen. Das klingt jetzt sicher langweilig. Ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Okay, ich weiß nicht, also da wir es selbst ja nicht genau wissen, werden wir hier ein bisschen ausweichend sein. Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt. Nein. Oder so. Huh. Nein, ist okay. Was Langsames? Willst du mit mir tanzen? Oh. Ach komm, ey, sowas kennen wir doch sonst nicht. Gern. Auf der Einheit ist es doch sonst bestimmt da auf der Basis nicht so prall und er macht bis jetzt einen netten Eindruck, scheint uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Let's dance.
Erstmal schön langsam. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber das ist echt hübsch, weißt du? Du siehst auch nicht gerade schlecht aus. Bäh. Ist nicht wie die anderen, ich meine. Das ist was wirklich Besonderes an dir. Ich finde, du bist auch besonders. Oh. Ach komm. Ja. Etwas Liebe auf der Welt hat noch nie geschadet. Ich lass mich einfach treiben. Eine Demonstration ihrer Super-Mega-Power. Oh, verdammt. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Ach. Nein, nein, nein. Ich kann nichts Besonderes. Ich hab's doch gesagt. Alles Blödsinn. Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mach erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe. Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Oh ja, mega hart. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, Alter. Nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Ey, was soll das denn? Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Was ist denn jetzt los? Eine Laborratte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Es gibt mit dir, du Spaß. Und eine Nutte dazu? Ich wollte Was? Sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Was geht denn jetzt hier ab mit euch? Alter, was soll denn der Scheiß? Alter, jetzt langt's hier mal. Meisterin der obskuren Dunkelheit, bring uns deine hackt's noch? Alter, was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Schon als sie vorhin reinkam. Bitte, bitte lass mich raus! Was soll der Shit? Nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus! Bitte, lass mich raus! Komm raus! Bitte, lass mich raus! Ey, was ist das denn für eine Scheiße jetzt, ja? Ey, das ist ja wohl nicht deren Ernst. Was für Arschlöcher und Idioten. Alter. Hol mich hier raus. Bitte. Was für eine Scheiße. Und jetzt feiern die einfach wieder mit demselben Beat von vorhin. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was machen wir? Irgendwas müssen wir machen.
Oder harren wir jetzt hier einfach aus? Ich meine, wirklich raus zu den Idioten, da habe ich auch keinen Bock mehr, aber... Das kann es nicht sein. Ich ersticke. Komm und hilf mir. Okay. Dann müssen wir das hier wohl klären. So. Haben wir das geklärt. Und jetzt raus hier aus dem Scheißladen, ey. Das ist ja wohl die abgefuckteste Party ever. So eine Scheiß-Schnösel. Ja, wollen wir gehen oder Rache nehmen? Also wenn wir entscheiden, dann gehen wir einfach. Weil so eine kleine Racheaktion schon nice wäre, aber ganz ehrlich, die sind es einfach nicht wert. Die sind es einfach nicht wert. So eine fucking Idioten, ey. Ich dachte, das wäre so schön irgendwie. Und dann sowas. Puh, die Party, ey. Unglaublich. Wir gucken mal. 33% waren betrunken. Wieder haben wir den alternativen Weg. Das raff ich nicht so ganz, wirklich. Wir haben Matt geküsst, wie 56... Also deswegen eigentlich passt das, haben wir doch das alles gemacht. Oder soll das immer mit nicht gespielter Weg bedeuten, dass ich das eigentlich habe, wie andere auch? Warte mal, wir müssen mal gucken. Betrunken waren wir. Matt geküsst haben wir auch. Das Haus früh verlassen haben wir auch. Wie 25%, Matt geküsst, 56%, 33% betrunken. Ah, okay, dann glaube ich, ist es so gemeint, denn wir haben zwei Wege nicht entdeckt. Nicht gespielter Weg, Kräfte verheimlicht. Ja, das haben wir auch gemacht. Wieso dann da nicht gespielter Weg steht, verstehe ich jetzt nicht ganz. Vielleicht wäre das dann eben die andere Möglichkeit gewesen. Ah ja, jetzt verstehe ich es. Okay. Wir hätten auch nicht betrunken sein können und deswegen 33... Ja, jetzt, okay, oh Mann, ey. Ich kenne das System hier aus The Wolf Among Us und unter anderem noch Walking Dead. Aber ich dachte echt immer, wenn da nicht gespielt hat und ein Weg... Ah ja, jetzt ergibt es natürlich Sinn. Ey, ist das verhersbar. Na gut, dann können wir es jetzt ab jetzt richtig machen. Also wir waren wie 33% betrunken, haben sich eher wenige für entschieden. 56% halt knapp die Hälfte hat geküsst. Nur 25% haben das Haus verlassen. Ja, werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich auch denken, ah, komm, hättest da schon ein bisschen Rampage gehen können. Aber ich spiele Spiel so, und das möchte ich euch auf jeden Fall sagen, wie ich es denke. Ich werde, wenn ich mit Jody spiele, so entscheiden, wie ich denke, wie ich ja mit ihr eben entscheiden würde. Wenn ich Aiden bin, der Geist, wird es anders ausgehen. Aber eben hatten wir als Jody die Wahl und von daher haben wir gesagt, nee, komm, die sind es einfach nicht wert. Ich werde hier nie wieder zurückkehren in das Haus. Hab nie wieder was mit den Idioten zu tun. Scheiß drauf. Ja, und wir haben wie 64% die Kräfte verheimlicht. Zwei Wege nicht entdeckt. Das finde ich natürlich spannend und schade irgendwie halt, dass wir da nicht entdeckt haben, was da noch gehen würde. Aber ich würde sagen, dann soll es das für die Folge auch erstmal gewesen sein. Mal sehen, was im nächsten Kapitel abgeht und welchen Sprung wir in der Zeit dann wieder nehmen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie es euch gefällt bisher nach den ersten drei Folgen. Und ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das Spiel. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe, wie gesagt, Heavy Rain Fahrenheit auch extrem gefeiert schon. Und deswegen, Hammer. Lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder schaut auch in die Livestreams auf Twitch vorbei. Links zu Twitch, Facebook und auch YouTube findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich einfach sagen, vielen Dank und noch eine geile Zeit. Haut rein.